An der Saar, im Weinbaugebiet Mosel, liegt diese mit Riesling bepflanzte Steillage, der Wawaner Goldberg. Keine andere Rebsorte wird in Deutschland so viel angebaut. Und das Weinbaugebiet Mosel mit den Flüssen Mosel, Saar und Ruwer gilt bei Riesling als die Nummer 1 weltweit. In Wiltingen fing 1999 ein gewisser Roman Niewotniczanski an, ein heruntergekommenes Traditionsweingut von Volksem wieder hochzubringen. Mit ihm kehrte auch die lange Zeit vernachlässigte Spitzenlage, Wawaner Goldberg, in den Riesling-Himmel zurück. Getrocknete Pfirsich, Mandarine, aber auch ein ganzer Strauß an Würze. Also stark ist der Wein, aber trotzdem kommt er immer leicht daher. Das ist was ganz Besonderes. Ich weiß, es ist ein Saar Riesling, aber das ist auch eine besondere Art des Weins von Van Volksem, oder? Gut, das ist unser bekanntester Wein, das ist der Saar Riesling, also unser Gutswein. Die Idee ist natürlich die, ich träume von einem Wein, der einen richtig athletischen Körper hat, was wirklich sehr, sehr, sehr muskulös ist, ohne Alkohol. Also eigentlich so eine Art Marathonläufer, quasi einen athletischen Körper hat im Sinne von einer starken Gestalt und trotzdem ganz fein und filigran wie eine Ballerina, mit einer gewissen Transparenz über die Bühne schwebt. Für mich ist ein großer Wein immer auch ein sehr bekömmlicher Wein und trotzdem hat er eine enorme Tiefe, wie große Burgunder, wie ein ganz großer Bordeaux aus dem reifen Jahr, wenn man einmal einen 45er trinkt oder so etwas. Das ist immer ganz dicht und ganz leicht. Es gibt eine neue Theorie des guten und großen Weins und sie heißt Terroir. Das bedeutet, dass der Berg, die Weinbergslage, im Mittelpunkt steht. Eine ganze neue Generation von Winzern in Deutschland entdeckt gerade die Herkunft als das zentrale Element eines Weines wieder. Das war vor 100 Jahren der Kern der Weinwahrnehmung. Ein Wein, wo dann die Lage wurde noch stärker wahrgenommen als der Erzeuger. Heute sind wir in einer Welt von Marken. Heute muss ich Van Volksem platzieren. Aber eigentlich geht es ja nicht um Van Volksem, es geht ja eigentlich um Saar und dann Goldberg, Schafsberg. Zeig dir mal gerade ein paar Dokumente. Ganz spannend zu sehen. Ich habe ganz tolle Sachen, zum Beispiel hier Kaiserkeller Berlin 1903 oder Königsberg Grand Hotel, eine Karte von 1903, eines der bedeutendsten Häuser dort. Cheval Blanc 55, Goldmark, eine Kämpfe 4, heute der teuerste Weißwein der Welt außerhalb von Deutschland. Und Schafsberger von Volksem 10. Ich meine, 10, das ist der teuerste Wein auf der Karte. Oder hier hast du ein Lafite. Also mehr als das Zweifache als die teuerste französische Gewächse. Hier eine Hannover-Karte, Lafite, Latour, Margaux, Mouton Rothschild. Heute die teuerste Weine der Welt, 4.000 Euro die Flasche. Und daneben ist ein Maxim Grünhäuser von meinem Freund Karl von Schubert für 15 Goldmark. Du bekommst für eine Flasche Maxim Grünhäuser 3 Flaschen Lafite. Das zeigt die Herkunft, der Boden, die Lage stand im Mittelpunkt des ganzen Verständnisses von Wein, das die Zeit um 1900 hatte. Und das finde ich so faszinierend. Gab es ein Schlüsselerlebnis in deinem Winzerleben? Als junger Kerl war ich bei Egon Müller oft. Egon Müller ist der Superstar Deutschlands, der bedeutendste Winzer, ist mein Nachbar und Kollege und Freund hier in Wiltingen. Und sein Vater, eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, zeigte mir eine Kollektion. Ich hatte das Glück, immer jedes Jahr dort eingeladen zu sein, zu einer Probe. Und dann probierte ich die Weine und ich probierte einen 71er Goldkapsel-Auslese. Er war einfach unglaublich gut. Trifft der Schlag und denkst so, oh mein Gott, ist das gut. Und ich sagte ihm, Herr Müller, danke für diesen großartigen Wein, das haben Sie großartig gemacht. Ich wollte im Namen meiner Freunde mich bedanken. Und der schaute mich empört an. Ja, wirklich empört. Und er sagte dann, das bin nicht ich, das ist der Berg. Und da habe ich verstanden, der Winzer ist eigentlich der Diener des Berges. Im Mittelpunkt steht der Berg, der Schafsberg in diesem Fall. Und das ist groß und das ist für uns entscheidend. Und vielleicht in Zukunft auch der Goldberg. Hoffentlich, wir arbeiten daran. Zum Wohl. Zum Wohl. Steillagen sind für Winzer Segen und Last gleichermaßen. Je steiler die Hänge, desto besser der Einstrahlungswinkel der Sonne, desto reifer werden die Trauben. Das gilt vor allem im Herbst, wenn die Sonne niedrig am Himmel steht. Aber Steillagen sind natürlich extrem arbeitsaufwendig und damit in der Bewirtschaftung deutlich teurer.